Ja, schönen guten Tag und schönen guten Abend allerseits. Ich bin's wieder, euer Schrömi von Potananda. Und ja, vielleicht habt ihr es ja schon bemerkt, anderes Layout, anderes Format. Ich habe einfach mal Bock gehabt, auch mal so ein Reaction-Video zu machen. Ich teste das jetzt hier gerade mal ein kleines bisschen aus, mal schauen, ob das für mich irgendwie was ist oder für euch. Und ich würde die Gelegenheit einfach nutzen, nochmal die Etappen des Ruhrtal-Radwegs von 2018 mit euch nochmal zu erleben. Die Tonprobleme aus dem vorherigen Video sollten eigentlich behoben worden sein. Und ich habe eine Lösung gefunden, ein Mikrofon hier anzuschließen und mir den Ton über Kopfhörer zukommen zu lassen, damit man sich irgendwie da nicht doppelt. Ja, dann geht es auch schon los. Hier mit dem Ruhrtal-Radweg. Den zweiten Teil, und zwar, ja, Teil 1 ist das jetzt hier eigentlich, aber wie soll man sagen, Teil 1 ist quasi 0. Denn das war ja der Prolog und die Ouvertüre. Und so geht jetzt dann hier los und ich starte das ganz einfach mal. Auf geht's. Geiz, herzlich willkommen zur ersten Etappe der Mehrgeneration Genussradelradtour auf dem Genau. Ruhrtalradweg von Winterberg Richtung Meschede. Prolog und Ouvertüre haben wir quasi überstanden und jetzt geht's in die Vollen. Bis dahin. Habt ihr gesehen, ey? Was sehe ich da noch? Fresh aus. 2018. Guck mal, den Bart habe ich mittlerweile wieder. Dafür aber auch irgendwie mehr Funde auf den Rippen. Was soll ich sagen? Was ist euch aufgefallen? Es geht sofort los, ne? Gar kein Intro, nichts, gar nichts. Ich glaube, ich habe die Etappen alle zwischendurch geschnitten und sofort veröffentlicht. Komm, weiter geht's. Hey, ciao. Der Ruhrtalradweg ist wirklich viel zu schade, um den einfach so abzustrampeln. Eigentlich kann man an jeder Ecke mal innehalten, Pause machen, stehen wunderschöne Bänke hier unter einer ganz dicken, fetten Kastanie. Ja, kann ich mich noch super daran erinnern. Das war Boah. eine super gemütliche Bank zum Sitzen mit einem Schön. Wahnsinnsausblick. Hallihallo, Freunde, wir sind also in Oh, Winterberg angekommen. gar nicht Pfarrer gemacht, Sebastian ey. Kneip war schon vor uns da. Ja, ältestes Hochformat. Kneippbad, glaube ich, in NRW, soweit ich das gesehen habe. Wir wollen mal gucken. Das wäre ja ziemlich schön, wenn ich hier irgendwo mal meine Füße Wir reinhalten sind in könnte. Olsberg, ne? Aber ich hoffe, dass Grüße man dann an Pfarrer im Rhein Sebastian Kneip. später nichts mehr davon schmeckt. Ja, auch Kommt zur eine Ruhr. richtig geile Stelle da. Bitteschön. Weiß ich noch, wie wir da angehalten haben. Total gut. Hört euch das an, das leise Plätschern, ne? Und da sind wir ja schon eine ganze Zeit lang gefahren, ne? Wenn man Jetzt bedenkt, hört man die Ruhr sogar auch. weil ich sag, dass das nur so ein kleines Rinnsal war, ne? Ganz am Anfang. Das ist wirklich malerisch. Also das ist so etwas von romantisch eigentlich. Obwohl man ja auch Hochgenuss. lange Zeit mal irgendwie oder streckenweise auch mal durch Gewerbegebiet oder so fährt. Aber hier, warte mal, das müssen wir noch mal Benötigt einmal. einer von euch vielleicht noch einen Tannenbaum? Genau, das war 2018 im August. Und da sind wir über oder hier an ganze Tannenbaumfarmen vorbeigefahren. Und ich sage euch, ich würde das heute ohne Hilfsmotor überhaupt nicht mehr schaffen. Ich würde schon mal dran denken, Weihnachten kommt schneller als man denkt. Ja. Liebe Freunde, was soll ich sagen? Wir sind kurz vor Meschede, geschwitzt wie Hulle. Boah, das war auch ein Und brutal heißer wenn Sommer, man mal hier so wirklich. sieht, jo, also ich habe wirklich das Gefühl, dass wir hier im Allgäu sind, ne? Sage ich ja immer wieder. Ruhrtal-Radweg hat es ja, der Kanal, wir haben ja betont, wir wären in NRW, ich glaube das immer noch nicht. Grüße nochmal an den Kanal Ruhrtal-Radweg an dieser Stelle. Und ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt. Ich habe so viel Dokus darüber gesehen. Von euch, von vielen Leuten, die den gefahren sind. Vom Andreas Velotourer. Schöne. Nochmal.
Herr Velotourer, schöne Grüße. Du hast mich super inspiriert, mit dem Ruhrtal-Radweg zu fahren. Und ja, ich kann mich noch super daran erinnern, wie es hier auf einmal an meine Tür geklingelt hat. Und du hast mich abgeholt und wir sind noch ein paar Meter Richtung Nachbardorf gefahren. Und ich dann hinterher wieder zurück. Total geil. So hat man sich auch mal persönlich kennengelernt. Total super. Siehst du, das ist nicht nur alles virtuell hier. Grüße und vom Frank, der Rausgeher, auch beste Auch. Grüße, Jungs. Top-Leistung. Ihr seid hier wenigstens hingefahren, zur Quelle hin. Das habt ihr gut. Ganz genau, die sind nämlich umgekehrt gefahren. Das weiß ich noch. Die haben das andersrum gemacht. Aber da haben sie ja gesagt, die würden immer nur berghoch gefahren sein, weil das ja. Ne, oder? Ja, doch, ja klar, weil das ja zur Quelle hingeht. Das ist aber falsch, weil da bin ich ja schon. Also gefühlt zumindest. Gut gemacht. Ich glaube, da habt ihr immer nur Profilberg runter gehabt, denn wir kommen von der Quelle und es geht nur steil bergauf. Was Ja, soll ich sagen? boah. Ich, ja, weiß ich nicht. Also, es ist uns auch gar keiner entgegengekommen. Und überholt haben uns nur Leute mit E-Bike. Das zählt nicht. Da ging das schon Also, los. genug für heute. Wir kommen gleich an. Ich freue mich mega auf eine Dusche und ich glaube, wir haben gefühlt 3 Liter getrunken und vielleicht 30 Milliliter Pipi. Ja, 30 Milliliter Pipi gemacht, kann ich mich noch dran erinnern. Ich glaube, das waren wirklich 3, 4, 5, 6 Liter, was man da so auf 50 Kilometer verbraucht hat, ne? Und das war wirklich, ich glaube, jeder Tag war der heißeste Tag des Jahres. Und das war, also ich fand es brutal, wirklich. Pipi gemacht. Pipi. Ja gut, so ist das nun mal, ne, im Sommer. Viel Freude noch. Ciao. Oh, ist schon wieder Ende. Zack, Daumen hoch. Ja, das war's auch schon wieder. Schalten wir mal um. So, das war's auch schon wieder von der jetzt ersten Etappe des Ruhrtalradwegs. Das Video zuvor war der Prolog, die Ouvertüre, die Anreise und das war jetzt der Weg von der Ruhrquelle schon mal Richtung Meschede an Olsberg vorbei, dem Kneiport. Es geht weiter, lasst euch überraschen, seid gespannt. Es wird sicherlich hier in diesem Format weitergehen und ich teste das hier einfach ein kleines bisschen aus. Ich hoffe, dass der Ton jetzt hier nicht so verrückt gespielt hat und ja, dass ihr einigermaßen Spaß gehabt habt. Kommt auch demnächst oder jetzt in Kürze mit auf die nächsten Touren und begleitet uns ein Stück weit von der Ruhrquelle Richtung, ja, Richtung Essen. Also bleibt gesund, vergesst wie immer das Rausgehen nicht und denkt auch mal wieder ans Fahrradfahren. Bis bald, euer Strömi von Potternanda. Ciao, ciao.